Nun kommen wir zum HFT-Training, Hochfrequenztraining nach Christian Zippel. Auch wieder eine klasse Methode für den Muskelaufbau, für den maximalen Muskelaufbau, so wie Peak Force 1 und 2 auch. Peak Force 1 und 2 ist natürlich für jemanden, der nicht so häufig Zeit hat, pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Der sagt, wir haben in der Woche 2-3 Mal Zeit für ein intensives Training. Und das HFT-Training, das Hochfrequenztraining, das sollte man in der Woche 5 bis 6 Mal ausführen, kann man sogar unter besten Voraussetzungen bis zu 7 Mal pro Woche ausführen. Die Trainingseinheiten, die gehen in der Regel von ca. 30, 35 bis maximal 60 Minuten. Beim HFT-Training, Hochfrequenztraining, ist es auch wieder so, dass man zu Beginn des HFT-Trainings mit 3 Grundübungen arbeitet, und zwar mit einer Druckübung, eine Zugübung, eine Druckübung oder eine Zugübung, eine Druckübung, eine Zugübung. Immer schön im Wechsel. Und somit werden eigentlich auch hier bei HFT1 die Möglichkeit, zum Beispiel mit der Kniebeuge im Hüftbreiten- oder Schulterbreitenstand anzufangen. Das ist eine Druckübung, danach in die Zugübung überzugehen, in die Klimmzüge zum Beispiel in verschiedenen Varianten, in der engen Parallelgriffvariante, in der Untergriffvariante, in der Obergriffvariante gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Oder natürlich auch vorgebeugtes Rudern im Obergriff, im Untergriff wäre auch eine Möglichkeit. Oder auch Kreuzheben wäre dann eine Möglichkeit, Sumo-Kreuzheben, normales Kreuzheben. Und das sind so die typischen Grundübungen, mit denen arbeitet man. Hochfrequenztraining ist auch ein sogenanntes Cluster-Block-Training. Hier wird streng darauf geachtet, dass man autoregulativ trainiert. Autoregulativ, was man eigentlich letztendlich in jeder Trainingsmethode praktizieren sollte, mehr oder weniger, bedeutet, dass ich anhand meiner Tagesform entscheide, nehme ich heute schwere Gewichte, leichte Gewichte, mittelschwere Gewichte. Beim HFT hat man die Vorgabe, entweder ich mache 2er-Cluster, 3er-Cluster, 4er-Cluster oder 5er-Cluster. Das bedeutet Cluster, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Tag habe, wo ich sehr stark bin, wo ich sehr viel Energie habe, dass ich dann mit großen Gewichten 2er-Cluster mache. Das bedeutet, ich nehme ein Gewicht, mache zum Beispiel 2 Wiederholungen in der Kniebeuge, lege das Gewicht auch wieder kurzfristig ab, atme in diesen kurzen Pausen tief und gleichmäßig ein, nehme das Gewicht wieder auf, mache meine nächsten 2 Wiederholungen sauber ausgeführt, lege das Gewicht wieder ab, mache wieder eine kurze Pause für die Resynthese und nehme das Gewicht wieder auf, mache die nächsten 2 Wiederholungen. Und so arbeite ich mich hoch auf 10 Cluster bis maximal 12 Cluster pro Übung. Wenn ich einen Tag habe, ich fühle mich schlecht, bin nicht gut drauf, habe schlecht geschlafen, bin energetisch nicht geladen, weil ich am Tag zuvor aus irgendwelchen Gründen sehr viel zu tun hatte, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, dann kann ich an so einem Tag sagen, okay, heute mache ich 5er-Cluster mit kleineren Gewichten. Somit suche ich mir dann ein kleines Gewicht raus, mit dem ich 5 Wiederholungen sauber ausgeführt am Stück machen kann und mache dann auch wieder so, dass ich nach 5 Wiederholungen das Gewicht ablege für eine kurze Zeit von 4, 5, 6, 7 Sekunden, auch wieder über die Atmung meine Pause einleite, meine Resynthese praktiziere und dann die nächsten 5 Wiederholungen mache. Auch hier arbeite ich im Bereich von 10 bis 12 Cluster bei den 5ern. Wichtig ist, umso leichter das Gewicht ausgewählt wird, genau beim HFT-Training, beim Hochfrequenztraining, umso leichter das Gewicht, also umso höhere Clusterzahl, 4er oder 5er, umso explosiver wird die konzentrische Phase eingeleitet. Explosiv eingeleitet heißt aber nicht unkontrolliert, sondern eine kontrollierte Bewegungsausführung trotz hoher Bewegungsgeschwindigkeit im konzentrischen Bereich. Der exzentrische Bereich, der wird grundsätzlich immer langsamer ausgeführt wie der konzentrische Bereich. Aus dem einfachen Grund, im exzentrischen Bereich entstehen die meisten muskulären Mikrotraumen, muskuläre Verletzungen. Und genau die wollen wir vermeiden, weil wir brauchen keinen riesen Anteil an Muskelkater, weil der Muskelkater, der ist kein Indiz, dass man intensiv trainiert hat. Der Muskelkater ist nur ein Indiz, dass ich vielleicht mit zu hohen Lasten zu schnell trainiert habe und dann mein Körper letztendlich mehr mit Reparaturprozessen beschäftigt ist, wie mit Aufbauprozessen. Da wollen wir nicht hin. Und wie das aussieht, führe ich euch jetzt mal vor in der Variante vorgebeugtes Rudern im Obergriff. Und heute mache ich, oder jetzt heute autoregulativ entscheide ich, ich bin beim Clipdreh und somit muss ich meine Kraft ein bisschen einteilen und somit mache ich mit leichtem Gewicht eine etwas höhere Clusterzahl.
So, ich habe mich entschlossen, heute autoregulativ mit leichtem Gewicht zu trainieren. Ich mache jetzt einen 5er Cluster. Schau da genau zu, was ich mache. Ich nehme natürlich als Übungsvariante jetzt das vorgebeugte Rudern in der Obergriffvariante. Rücken gerade und 1, ohne Umkehrschwung arbeiten. Fünf Stück am Stück. Kurze Pause, tief durchatmen. Kontrolliert atmen. Nicht hyperventilieren. Und den nächsten Satz. Ohne Umkehrschwung. Ablegen und den nächsten 5er Cluster. Ohne Umkehrschwung arbeiten. Nächsten 5, kurze Pause. Tief durchatmen. Die Pause nutzen zur Regeneration, zur Kurzregeneration. Und die nächsten 5. So, das sind die 5er Cluster. Das war jetzt Clustertraining, HFT-Training nach Christian Zibbel. Das war jetzt ein 5er Cluster. Davon mache ich natürlich zwischen 10 und 12 Stück. Und danach, nach dem vorgebeugten Rudern, wäre jetzt die nächste Übung dran. Da wäre jetzt danach dann eine Druckübung dran. Zum Beispiel Schrägbank drücken, Flachbank drücken oder auch Dips wäre auch eine Möglichkeit. Und auch beim HFT-Training ist es so, dass man in der ersten Phase HFT 10, 12, 14, 16, je nachdem, wie versiert man überhaupt ist in diesem Bereich, wie schnell man sich einfindet in die Trainingsmethode, dass man dann letztendlich den Körper beobachtet. Das mache ich dann in dem Fall. Dadurch, dass ich natürlich immer wieder Bilder von meinen betreuten Kunden bekomme, schaue ich mir das an, entweder als Bilder oder sie kommen direkt bei mir vor Ort. Ich schaue mir das an und sehe, wie der Körper sich entwickelt. Und entsprechend dessen werden auch beim HFT-Training Ergänzungsübungen mit eingebaut. Und zwar Ergänzungsübungen sind die Übungen außerhalb der Grundübung. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, der Bizeps, der ist im Verhältnis zu den restlichen Muskelgruppen relativ schwach, also baue ich an 2, 3 Tagen in der Woche nochmal eine Übung für den Bizeps ein. Langhantelcurl zum Beispiel, auch wieder so eine typische Grundübung für den Bizeps. Oder der Trizeps ist zu schwach im Verhältnis, baue ich natürlich eben Dips oder enges Bankdrücken ein. Oder es ist letztendlich die Schulter zu schwach, baue ich natürlich Langhanteldrücken im Stehen mit ein oder Arnold Press. Entsprechend dessen, ich versuche immer darauf zu reagieren, wie sich der Körper entwickelt, entsprechend dessen Ergänzungsübungen einfließen zu lassen. Bitte an alle, in den ersten Wochen, in den ersten sogar teilweise Monate, benötigt man keine Ergänzungsübungen. Zusätzlich darf man nicht vergessen, wenn ihr euch mit der Trainingsmethode beschäftigt, ihr dürft nicht erwarten, dass ihr nach 2, 3, 4 Wochen schon voll in der Trainingsmethode drin seid. Ihr bekommt ihr als Aufgabe noch dazu, ohne Umkehrschwung zu arbeiten. Zusätzlich die ganze Zeit Verbindung zu halten zum Zielmuskel, das heißt Muscle-Brain-Connection aufrechterhalten. Zusätzlich sollt ihr am Ende des konzentrischen Bewegungsablaufes den Zielmuskel noch maximal anspannen. Zusätzlich zwischen den Sätzen die Atmung kontrollieren. Das sind alles Dinge, die muss man erstmal erlernen und perfektionieren. Und genau deswegen gebe ich euch jetzt einen Tipp, der ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das mache ich heute noch nach über 25 Jahren regelmäßig im Training. Ich lege immer wieder zwischendurch Technikeinheiten ein. Technikeinheiten heißt, ich habe einen Tag, wo ich sage, heute ist mir das völlig egal, welches Gewicht ich auf der Stange habe, sondern ich übe meine Technik bis zur Perfektion. Ich versuche, meinen Zielmuskel maximal unter Spannung zu halten, das heißt, die Verbindung zum Zielmuskel zu halten. Und da kann ich nicht mit großen Gewichten arbeiten und da sollte es mir auch egal sein, welches Gewicht ich nutze. Und das zählt bei jeder Trainingsmethode. Das war HFT, Clustertraining nach Christian Zibbel.